Chere, ihr kleinen Malakas und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Letzte Folge habe ich große Töne gespuckt, ne? Aber ich habe hier auf der ganzen Karte überall noch was übersehen. Guck mal hier, da müssen wir jetzt hin. Let's go. Müssen heute zack zack machen, Freunde. Ich habe gesagt, ich will heute die ganze Karte aufdecken. Und das werden wir tun. Hui, guck mal, da steht schon eine Nussschale bereit. Zack, Junge. Oh, was für ein Körper. Was für ein Körper. So. Herrlich, wie jetzt hier wieder der Reshade. Das Reshade-Preset zum Einsatz kommt, ist ein Traum. Hab ich auch für Odyssey. Ne? Da ist er. So, den müssen wir nur töten. Das ist ja eigentlich auch ganz schnell getan. Ich habe auch für Odyssey ein Preset und ich habe auch für Valhalla ein Preset. Ich habe für alles Presets, Freunde. Ach, die sehen mich ja direkt. Egal. Wo ist er denn? Da. Komm her! Alter, wie sie weggeballert hat. So, Jungs, komm, mach ich kurz einen Prozess hier. Ey, ey, ey. Zack. Ah, kein Problem. Gar kein Problem. Zack. Jawohl. Was hast du? Komm her. Die sehen nicht aus wie Kultisten. Wahrscheinlich sind sie nur gut bezahlte Söldner. Okay. Dann auch abgeschlossen. Sehr schön. Da müssen wir noch hin. So, Gylos-Höhle. Da fliege ich nochmal kurz mit Ikaros drüber. Schatz haben wir. Da müssen wir scheinbar runtertauchen. Durch die Quallen. Dann wird auch abgeschossen. Was gibt's hier noch Schönes? Oh, wir haben ein Rätsel gelöst. Ostraka-Rätsel gelöst. Yeah, baby! Geil. Aber von denen haben wir auch noch sehr viele, Freunde. Wir haben noch zu tun, wir haben noch zu tun. So. Okay. Dann sind wir hier durch. Dann mache ich weiter. Ach, guck mal, hier kann ich das noch abgeben. Das machen wir nochmal schnell. Da sage ich nochmal Bescheid. Bescheid. Hallo. So, pass auf, höre zu. Ich habe deine Söldner befreit und mich um den Schiffsführer gekümmert. Das sind gute Neuigkeiten. Das versetzt dem Kult einen heftigen Schlag. Du wirst mit jeder Minute anziehender. Ist noch was? Das waren keine Kultisten. Deine Schwester sendet dir Grüße. Hast du was über den Verräter erfahren?
Alter, ich hab... boah, ich weiß gar nicht mehr, was da los war. Deine Schwester hat einen Beweis für den Verrat gefunden. Was? Unmöglich. Wer ist es? Du musst es mir sagen, oder ich kann keinem vertrauen. Wir wissen es noch nicht. Doch deine Schwester wird weiter forschen. Verstehe. Ich sollte Vorkehrungen treffen. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Hab Dank, Söldner. Gibt es sonst noch etwas? Ich habe den Auftrag ausgeführt. Was jetzt? Wir treffen meine Späher bei meiner Villa. Sie werden uns Bericht erstatten, dank deiner Mühen. Ich muss mich noch um etwas kümmern, aber... wenn ich dort ankomme und wir noch etwas Zeit haben bei den Mäuren... lass uns Spaß haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, die ist nicht so ganz ehrlich. Wir müssen uns auf den Kult konzentrieren. Nein, im Moment zählt nur der Kult. Wir sehen uns bei der Villa. Bei den Mäuren. Du wirst nicht ewig widerstehen können. So, komm, dann machen wir das jetzt noch fertig. Die Quest. Bei den Mäuren. Let's go! Trifft die Dienerin an der Villa und spricht mit ihr. Wir haben dich erwartet. Folge mir bitte. Sie hat mich angewiesen, mich vor ihrer Ankunft gut um dich zu kümmern. Deine Schultern müssen schmerzen. Ich kann dir helfen, dich zu entspannen, bevor Diona eintrifft. Und du willst es dir nicht anders überlegen? Nein, wir haben keine Zeit. Die hohe Priesterin schwebt in Lebensgefahr. Wir haben keine Zeit für sowas. Dein Pech. Gut, ich hole die Kundschafter und lasse sie Bericht erstatten. Diona sagte etwas von Kundschaftern und einem Bericht. Wo sind sie? Diona ist fertig mit dir. Malaka! Jetzt geht's rund. Wer seid ihr? Denn euch habe ich ja noch nie gesehen. Schicke Rüstungen. Ach, schade, dass ich euch killen muss. Mensch, das tut mir aber leid. Komm her. Komm her. Oder du. Scheißegal. Yo, 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 yo. Übertreibt mal nicht, ja? Komm her, Junge. Ich wusste doch, dass sie eine falsche Schlange ist. Zack. Ende. So, den Scheiß nehme ich auch noch mit hier. So, meine Gute, du hast mir einiges zu erklären. Wolltest mich verarschen hier, hä? Du, was ist hier los? Ich tat nur, was man mir auftrug. Diona befahl mir, dich in den Garten zu führen. Bitte töte mich nicht! Warum macht Diona das? Warum tut Diona ihrer Schwester so etwas an? Diona hasst ihre Schwester. Sie stand immer in ihrem Schatten. Also suchte sie beim Kult des Kosmos Macht? Ich dachte nicht, dass sie es so weit treibt. Und warum haben sie mich angegriffen? Warum griffen sie mich an? Ich habe sie selbst befreit. Diona trieb ihr Spiel mit dir und der Hohepriesterin. Der Schiffsführer, den du getötet hast, führte die Verstärkung ihrer Schwester an. Und das Gift sollte gegen dich eingesetzt werden, falls du zu gefährlich wirst. Ich werde dieser verdammten Schlange zeigen, wie gefährlich ich wirklich bin. Das reicht mir. Ich werde diese Verräterin töten. Sie will die Hohepriesterin beim Altar nördlich des Tempels umbringen. Du musst dich beeilen. Der Altar? Gut. Aphrodite wird ihr Opfer heute Nacht bekommen. Traust du dem Gesicht, das du in deiner Spiegelung siehst? Ach, so ist das. So ist das.
So, können wir da irgendwie Chanel reisen? Auf jeden Fall. Geil, Freunde. Sie ist eine Kultistin. Diona, wo ist sie? Sie hat die Hohepriesterin am Altar der Aphrodite. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die hat hier alles abgefackelt. Na denn? Oh je. Yeah. Ihr seid Zwillinge? Keine Bewegung, oder ich töte euch beide. Reise die Mäuren. Sie wollten mich töten und es auf dich schieben. Töte die Jona. Unglaublich, ihr seid Zwillinge. Sie war immer neidisch auf meinen Erfolg, Söldner. Das Leben in meinem Schatten brach sie. Töte sie sofort. Leben im Schatten? Ich habe dich geliebt, Jona. Ich wollte nie über dir stehen. Söldner, du musst sie töten, bevor der Kult Kythera an sich reißen kann. Es schmerzt mich, doch es muss sein. Du würdest doch gar nichts fühlen, du Monster. Wer weiß, ob du überhaupt Gefühle hast. Was stand auf der Notiz? Die hohe Priesterin wird wissen, was in der Nachricht ihrer Dienerin stand. Traue den Mäuren nicht. Wie kannst du nur davon wissen? Ihr Ende muss so tragisch gewesen sein, dass sie die Mäuren verleugnete. Armes Ding, es war meine Schuld. Sie sollte dich ausspionieren. Und du ließest sie töten, als sie dich enttarnen wollte. Hör nicht auf ihre Lügen. Ich bin die hohe Priesterin. Was, wenn ich euch beide töte? Vielleicht wäre es besser. Ich töte euch beide. Uns beide? Glaubst du, es kümmert sie, wer von uns lebt und wer stirbt? Sie sagt die Wahrheit. Bei den Mäuren. Wenn wir beide tot sind, schickt der Kult eine eigene hohe Priesterin an unserer Stadt. Du musst wissen, was der Kult tun würde, oder? Du Schlange! Was, wenn ich einfach gehe? Vielleicht solltet ihr das unter euch klären. Wenn du gehst, wird noch mehr Blut an dir kleben. Diona wird mich umbringen. Schlange! Sie weiß, dass ich diejenige bin, die sterben wird. Wenn du nichts unternimmst, wird der Fall Kytheras deine Schuld sein. Genug mit dem... Ich hab so eine Vermutung. Genug! Töte die Jona an Ort und Stelle. Tu das Richtige, Söldner. Töte die Jona. Sei still! Ich hab nur eine Vermutung, Freunde. Mehr hab ich nicht, deswegen... Du! Ich durchschaue dein Spiel, Diona. Es ist vorbei. Bei den Mäuren, ich töte euch beide. Ja, da, das ist sie. Das ist sie. Oh mein Gott. Oh, das ist sie. Oh, das ist sie, du kleiner Lümmel. Du dachtest, du kannst mich verarschen, hä? Dachtest du, du kannst mich verarschen? Ich sag euch gleich warum, Freunde. Oh mein Gott. Oh Gott. Das Einzige, was ich hatte, war, ich weiß nicht, ob das überhaupt was zu bedeuten hatte, aber sie hatte am Anfang die Hand, also die Kehle an, also die Hand an der Kehle ihrer Schwester. Es hätte natürlich auch umgekehrt sein können, aber das war für mich der erste Eindruck, zu sagen, das ist sie bestimmt. Und mehr hatte ich halt nicht. Die haben halt beide, und sie hat irgendwie von der Nachricht gewusst. Alter. Rüstung der Unsterblichen. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh Gott. Ey, krass, uns sind gar nicht mehr viele, Freunde. Ihn haben wir aufgedeckt. So, aber wir haben was vor, Freunde. Deswegen
Deine Kultführerin ist enttarnt, hohe Priesterin. Meine eigene Schwester. Sie zeigte ihre wahre Natur. Sie zeigte ihre wahre Natur. Ich liebte sie, trotz ihrer Taten in all den Jahren. Diese Liebe machte mich blind. So ist es. Du hast Kythera für mich gerettet, Söldner. Nun zum Kult des Kosmos. Zum Glück tötete ich die richtige Priesterin. In der Tat. Als Hohepriesterin ist es meine Pflicht, die auf Abwege geratenen in den Schoß Aphrodites zurückzuführen. Und wenn du je in Pefki warst, verstehst du, warum der Eingriff der Götter die einzige Erlösung der Einwohner ist. Ich war noch nie dort. Dein Glück. Eine meiner Priesterinnen wurde dorthin entsandt und kam verstört zurück. Sie sprach von einem Mann. Melite. Was ist mit ihm? Die Menschen in Pefki leben in Furcht vor ihm. Er betreibt zwielichtige Geschäfte, aber was genau, weiß ich nicht. Vielleicht wird dir dies helfen. Hab Dank, hohe Priesterin. Wenn du mich nun entschuldigst, der Wiederaufbau beginnt. Chere. Chere. Hat sie jetzt gesehen, dass ihre Schwester tot ist? Okay. So, dann haben wir das jetzt abgeschlossen. Okay. Das heißt, warte, hier war noch irgendwo was auf dem Weg. Wo war das? Hier nicht. Hier auch nicht. Wo war das? Was hier? Nee. Mensch, wo war denn das? Hier war doch irgendwo noch eine Insel. Ich bekloppt, das war doch hier irgendwo. Mit einem Aussichtspunkt. Hier. Genau hier. Ja, 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 ja. Das heißt, wir machen da eine Schnellreise hin. Kümmern uns noch darum und dann nochmal schnell hoch. Machen da noch. Vielleicht mache ich jetzt in dieser Folge keine andere Quest mehr, einfach damit ich wirklich die Karte aufgedeckt bekomme, Freunde. Alle Fragezeichen weg. So. Dann zack. Weg da. Ich habe was zu tun. Irgendwas brennt da an, Leute. So. Dann haben wir wieder ein Alpha-Tier. Das ist schnell erledigt, Freunde. So. So, 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 so. Oh, hier ganz weit unten. Kommt mal her. Zack! So, ihr auch noch. Komm her. Danke, danke, danke. Da geht's dann wieder raus. Perfekt. Okay. Dann hier. Sieht auch nicht so groß aus.
Na komm. So. Wow. Kimon-Lager. Klar. Da muss ich nur einen Schatz holen. Na, schönen guten Tag. Ach, Quatsch. Weg da. Das war's doch schon, Leute. Mehr ist es doch nicht. So, dann hier hin. Zackig. Eros-Sturz. Da stürzen wir uns sowas von runter, Freunde. Aber danach natürlich Schnellreise, weil dann bin ich hier fertig. So, da hoch, zack, gleich da. Vielleicht wird das auch heute ein bisschen länger, die Folge, aber Freunde, ich will es schaffen. Diese Folge will ich es schaffen. Kennst du diesen Ort, Ikaros? Hier stieß Lykomedes Theseus in den Tod. So. Und jetzt haben wir den letzten Aussichtspunkt freigeschalten. Ich hoffe, es gibt ein paar extra Punkte dafür. Wäre nett. Nope. Keine extra Punkte. Oder ist das gar etwa doch nicht? Ach, guck mal, hier habe ich ja noch gar nicht... Ach, scheiße, das habe ich auch ganz vergessen. Es wird sehr knapp, Freunde. Wie das Maul aufgerissen. Aber guck mal, sind eigentlich nur die Fragezeichen hier. Aber jetzt, wo ich das sehe, Freunde, wir haben hier zwei Lager. Was ist das denn? Hephaistos Werkstatt. Achso. Scheiße. Vielleicht wird's doch nichts, diese Folge. Na komm, spring. Wunderbar. Erstmal holen wir uns die Tafel. Komm her. So. Das war's doch schon. Da wird noch gebetet. Okay, das war eine schnelle Nummer. So, dann. Hier. So. Hier. Einfach ein Schatz, das geht auch schnell. Mach doch schneller.
Los! Hallo. Ich brauche da mal eine Schnellreise hin, um Zeit zu sparen. So, dann geht es hier und hier weiter. Ach, und hier sind noch. So, hier ist dann aber nichts mehr, ne? Ja, hier ist alles. Okay. Dann let's go. Phobos! Spielt hier mit den Hirschen. Let's go! Wilder Eber. Okay. Schnelle Nummer. Komm her. Komm her! Ja Gott. So. Ui, der arme Phobos. So, Freunde, ich muss hier mal einen kleinen Cut machen, denn gestern in der Aufnahme musste ich leider kurzfristig weg, aber jetzt geht es weiter. Ihr seht schon, ich habe andere Kopfhörer, das liegt daran, dass meine Hauptkopfhörer den Geist aufgegeben haben, obwohl die brandneu sind. Ja, bis die gefixt sind, habe ich erstmal die hier. Und jetzt geht's aber weiter, Freunde. Aber das ist so ungewohnt mit In-Ear-Kopfhörern. Das ist nicht so schön. Oh, Freunde, das sind First World Problems. Also, Schnauze halten. Also, ich. So, da muss ich hin. Ich renne in die falsche Richtung. Wir müssen diese Festung noch machen. So, dann wollen wir mal. Muss ich tatsächlich ein bisschen leiser machen. So. Okay. So, was haben wir denn hier? Ikaros? Sag mal an. Oh, da kommt schon der Bär. Komm her, Junge. So, Ende. Oh ja, doch, da haben wir ein bisschen was zu tun. Zack, zack. Ja, komm. Neuer Anführer entdeckt. Ist das vielleicht auch ein Kultist? Da geht's rein. Ja? Ja? So. Okay, jetzt haben wir alles. Fangen wir mit ihmchen hier an. Nein! Zack! Wo komme ich denn hier weiter? Ist doch alles zu. Ach hier. Sehr gut versteckt.
Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nichts zu sehen. Genau. So, wo ist denn der Kollege? Da drüben. Erstmal hier. Schätzeken. Zack, zack. Zack. Oh no. Och, krass. Okay. Bei denen. Stehen geblieben. Mach dich bereit. Mach mal dich bereit, Junge. Ach, scheiße. Oh ja. Ende. Keiner soweit mitbekommen. Außer er natürlich. So, machen wir mal hier außen lang. Da ist der nächste Kandidat. Scheiße, ich hab keinen. Verdammt. Ah, doch jetzt. Mal gucken, ob das reicht. Das reicht. Okay, wen haben wir hier noch? Noch ein Befehlshaber. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? So, diesmal lege ich mal schnell noch eine Falle. Da ist der Anführer. Verdammt, wo ist der Befehlshaber? Da ist der Kollege. Komm her, Junge. Zack. So, den Anführer nehme ich auch gleich mit. Komm her, Junge. Komm her. Komm ran. Muss ich euch alle mitnehmen oder was? Ich will nur ihn. Komm. Na komm. Gib mir doch deinen Scheiß. Und jetzt machen wir noch den Rest schnell. So, ich lasse die mal lieber erstmal frei hier. Zack. 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 Söldner sind auf dem Weg. Hier ist der Staatsschatz. Whoop. Oh, 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 mein Gott, ich hab's geschafft. Das hätte ich ja nicht gedacht. So, Jungs, lasst mich mal durch, bitte. Zack. So, da unten noch. Auch noch ein Schatz. Zack. Ja, ja. 20 Leute, ich latsche da einfach durch. Keiner trifft mich. So. So, letzten Vorräte. Wo habt ihr sie, ha? Wo habt ihr sie? Da oben, alles klar. Ding, 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 ding.
Leop. Zack. Her damit. Zack. Und zack. Oh, jetzt einen weggejagt. Also, hochgejagt, nicht weggejagt. So. Aber die Festung Trachis auch abge... Spring doch da runter, Alexios. So, hui. Und Abgang. So, da geht's auch schon zum nächsten Fragezeichen. Und dann muss ich noch ein Stückchen rennen. So, und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut. Bis morgen. Ciao.